So, ein herzliches Moin Moin aus dem schönen sonnigen Kiel. Ich möchte vortragen heute über E-Groupware, Apache Guacamole und Jitsi. Ich will mich kurz vorstellen, ich bin der Stefan. Ich mache seit etwa über 20 Jahren bei einem Automobilzulieferer IT, so Mädchen für alles. Setze E-Groupware selber seit 2008 ein und beim Arbeitgeber seit 2010. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich in dem Projekt sehr intensiv tätig war und seit 2017 E-Groupware Community Manager mache. Ich unterstütze die deutsche LibreOffice Community auf Messeständen etc. und fördere insgesamt auch FOSS-Software. Kurz zur E-Groupware GmbH, die maßgeblich hinter der Entwicklung der E-Groupware selber steht. Das ist ein Unternehmen, sitzt in Kaiserslautern, Rechenzentren in Frankfurt und Karlsruhe, bietet E-Groupware als SaaS-Lösung an mit einer ziemlich tiefen E-Mail-Server-Integration, Collabora Online, Rocket Chat Server, Dienstleistungen On-Premises-Installation, Support, Organisationsberatung, alles rund um E-Groupware. Das heißt also, für die Software, die freie Software ist, gibt es dann auch entsprechend kommerzielle, professionelle Dienstleistungen. Ich möchte was erzählen über E-Groupware selber ganz kurz und dann über die Integration von Webanwendungen in E-Groupware, weil Jitsi und Guacamole als Webanwendungen integriert werden in E-Groupware. Und da erzähle ich so ein bisschen was über die technischen Hintergründe und zeige dann auch konkret die Integration von Jitsi und Guacamole. Und zum Schluss, wenn da noch genug Zeit ist, schauen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen live an. Wenn Fragen sind, und die Zeit wird wahrscheinlich hinten raus ein wenig knapp, würde ich darum bitten, entweder hier im BBB-Chat Fragen reinzustellen, noch viel lieber per E-Mail an meine Adresse, da kann man das ein bisschen besser ausformulieren, oder eben im E-Groupware-Forum. Ich will dann im Nachgang hier zur Kilux die Fragen ordentlich aufarbeiten und die im Forum in einem Artikel veröffentlichen, inklusive diesen Folien in Deutsch und Englisch und auch noch einigen weiteren Informationen. Das ist dann jetzt einfacher und besser auszuführen als hier zum Beispiel im Chat. Wenn ich das bereitgestellt habe, so in 1 bis 2 Wochen, dann werde ich das über die sozialen Medien bei uns im Forum und ich denke mal vielleicht auch über die Kilux verbreiten, dass ich damit fertig bin und das online gestellt habe. Also wie gesagt, am besten per E-Mail oder im E-Groupware-Forum die Fragen stellen, ein bisschen ausformulieren, dann umso besser kann ich die beantworten. Wenn zum Schluss hier noch Zeit ist, dann wollen wir mal schauen, aber vermutlich wird das zu knapp. Kurz zu E-Groupware. Es ist eine Groupware-Lösung, eine Standard-Groupware-Lösung, also mit E-Mail, Adressbuch, Kalender etc. Es ist darüber hinaus über einige Module noch ein bisschen mehr und da sprechen wir ja auch heute drüber, eben zum Beispiel über die Jitsi-Erweiterung oder Guacamole-Erweiterung. Es ist eine Plattform für eigene Anwendungen, also man kann dort auch eigene Anwendungen drin entwickeln. Da werde ich sicherlich demnächst auch nochmal einen weiteren Beitrag zu liefern. Und es ist eben eine Integrationsplattform für Webanwendungen. Unter bestimmten Bedingungen kann ich eben andere Webanwendungen dort anbinden, einbinden, mitnutzen. Und genau das schauen wir uns gleich an. Insgesamt ist E-Groupware halt sehr, sehr funktionsreich, hat viele Einstellmöglichkeiten für den Benutzer, für den Admin. Und da das jetzt für diesen Vortrag hier das falsche Thema ist und ich sag mal, ich da viel länger drüber erzählen möchte, will ich kurz darauf hinweisen, es gibt im November die TUX-Tage. Den Termin solltet ihr euch schon mal merken, weil da werde ich voraussichtlich dann über E-Groupware selber auch noch mal deutlich mehr erzählen, bis in die Tiefe hinein. Ja. Ganz kurz als Überblick noch, es ist eine Groupware. Wir haben dort einen Kalender, einen E-Mail-Client, Adressbuch. Dann gibt es sowas wie Infolog, das ist so ein Kunstwort, Informationslogbuch. Da kann man Aufgaben, Notizen oder eigene Informationstypen ablegen.
Dann haben wir einen Projektmanager drin mit Gantt-Diagramm, Stundenzettel, Ticketsystem, Ressourcenverwaltung für vor allen Dingen Terminkalender und so weiter, Dateimanager auch mit Dateifreigabe, File-Sharing etc. Und jetzt neu seit der Version 20.1, die wir vor einigen Wochen veröffentlicht haben, ein Modul, das nennt sich Smallpart. Das dient zur videogestützten Lehren und Lernen. Dort kann man Videos hochladen, man kann die dann als Lehrender und kommentieren. Als Lernender kann man Fragen stellen, die wiederum von dem Lehrenden beantwortet werden können. Eine ganz interessante Sache, gerade im Moment, ich sag mal, für das Online-Beschulen. Ja. Des Weiteren haben wir integriert, zum einen als Videokonferenz aktuell Jitsi. Rocket Chat ist etwas länger integriert als Chat-Lösung, worin man natürlich auch Videokonferenzen machen kann. Als Remote-Desktop-Lösung eben Guacamole und ich sag mal irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten. Wir diskutieren im Moment darüber in der Community, aber auch bei eGroupware, was wir integrieren können und wollen. Und ich habe es ausgegraut, weil das ist eben noch nicht verfügbar. Wir würden ganz gern Diskurs zum Beispiel vielleicht integrieren, was wir zum Beispiel auch als Software für unser Forum nehmen, viele andere Projekte auch als Diskussionsforen-Software nutzen und eben als weitere Videokonferenzlösung neben Jitsi gegebenenfalls BBB anbinden. Da ist eine erhöhte Nachfrage da und ich sag mal, wir wollen beides gerne, Jitsi und BBB anbinden. Das sind die beiden jenen welche, die wir einbinden wollen. Wie gesagt, zu eGroupware mehr und tiefer auf den Tux-Tagen im November. Die Integration von Webanwendungen in eGroupware. Wir haben vor langer Zeit Collabora Online bzw. Code integriert. Das ist die eine Sache. Eine andere Sache technisch ist jetzt zum Beispiel die Integration von Rocket Chat oder jetzt eben Guacamole. Man hat dort verschiedene Möglichkeiten, in eGroupware das einzubinden, zum Beispiel eben nur als iFrame. Das heißt, man blendet diese Webseite oder das Werkzeug einfach in eGroupware in ein Fenster ein. Man kann das machen mit einer Authentifizierung gegen eGroupware. Das heißt also, wenn man in eGroupware drin ist, hat man ein Single Sign-On, man meldet sich in eGroupware an, ruft dieses Programm auf, diese zum Beispiel Guacamole eben oder Rocket Chat und man ist direkt drin authentifiziert. Oder man integriert das als iFrame mit Authentifizierung und noch vielleicht viel mehr, zum Beispiel dem Austausch von Avataren, also den Bildern zum Beispiel von den Personen, Namen, Informationen und so weiter. Und ich sag mal, wir haben das so offen konzipiert, dass auch im Prinzip jeder, der es ein bisschen drauf hat, auch eigene Anwendungen dort integrieren kann unter bestimmten Voraussetzungen. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen im Detail an. Erst noch mal kurz, was ist ein iFrame? Es ist ein Bereich einer Webseite, die eine andere Webseite einbettet. Im kleinen Stil zum Beispiel kennt man sowas von Werbebannern zum Teil. Wir nutzen das aber eben, um eine Webseite komplett in eGroupware im Regelfall einzubinden, also nicht nur Teile davon. In erster Linie sind die Inhalte dann isoliert voneinander. Das ist, ich sag mal, für die Sicherheitsfanatiker, für den das wichtig ist, jetzt nicht hundertprozentig richtig, aber im Prinzip haben die erstmal nichts miteinander zu tun. Die Anwendung, die außenrum ist und die Anwendung, die eingebettet ist. Dass die miteinander zu tun haben, sich authentifizieren oder Inhalte austauschen, das findet dann eben über andere Schnittstellen statt. Aber erstmal hat das miteinander nichts zu tun. Wenn ich eine Anwendung per iFrame einbette, dann müssen beide Seiten, also die Host-Anwendung und die einzubettende Anwendung, das auch zulassen. Wenn ich mir zum Beispiel Diskurs angucke, wenn ich die Seite betreibe, finde ich in den Einstellungen eine Einstellung, die da die Möglichkeit bietet, zu sagen, okay, ich will das in einer anderen Webseite einbetten. Das muss ich explizit erlauben oder ich kann es eben sein lassen. Also beide Anwendungen müssen das auch können und einstellbar haben. Das heißt also, ich werde allein deswegen, weil dieses bei manchen Quellanwendungen, die ich im Web finde, unter Umständen nicht freigegeben ist, dann werde ich es nicht einbauen können. OpenID und OAuth 2.
Das sind Standards, wo zwei Systeme miteinander kommunizieren, um eine Anwendung zum Beispiel gegen einen Authentifizierungsprovider zu authentifizieren. Ich denke mal, das kennen viele von diversen Webseiten, wo dann die Möglichkeit besteht, sich zum Beispiel mit einem Google-Account anzumelden. Das ist nichts anderes. Ich melde mich dort mit einem Google-Account an. Diese Webseite fragt dann bei Google nach, darf der das? Ist das der Richtige? Authentifiziert der sich richtig? Also das, was ihr auf solchen Seiten mit einem Facebook-Account oder Google-Account macht, das können wir hier an der Stelle auch. Dazu haben wir in eGroupware einen OpenID und OAuth2-Server integriert. Das heißt, wir können andere Anwendungen mit dieser Schnittstelle, mit dieser Mechanik gegen eGroupware authentifizieren. Da eGroupware selber wiederum gegen eine AD, Mail, LDAP, Shibboleth authentifizieren kann, kann ich also Anwendungen anbinden, wo ich dann auf der ganz hinten zum Beispiel eine AD betreibe. Ja, das kann eGroupware dann vermitteln. Die Voraussetzung, um eine Anwendung als App einzubetten in eGroupware, ist also erstens, dass ich die Erlaubnis habe, von der Quellanwendung per iFrame überhaupt eingebunden zu werden. Für ein Single Sign-On muss die Anwendung eben OAuth2 beherrschen. Und was wichtig ist, die Anwendung, und deswegen sagte ich eingangs, das sind zwei verschiedene Anwendungen, die da ineinander sind, die nichts miteinander zu tun haben. Heißt auch, dass wenn ich hier an einem Webbrowser sitze und mir eine Anwendung anzeigen lassen will, muss mein Webbrowser da, wo ich sitze, das Ganze auch erreichbar haben. Das heißt also, ich zeige das auch gleich nochmal. Ich habe bei mir zu Hause eben zum Beispiel einen Proxmox-Server. Den habe ich als App dort eingebunden. Jetzt sitze ich hier in Kiel und meinen Proxmox-Server erreiche ich vom Netz nicht. Ich kann das also jetzt hier nicht anzeigen, sondern nur bei mir zu Hause im lokalen Netz. Ich kann also da, wo ich sitze, im Browser nur anzeigen, was auch erreichbar ist. eGroupware tunnelt das nicht irgendwo drüber. Kann man theoretisch, technisch, tut es aber so erstmal nicht. Das heißt also, die Anwendung muss auch erreichbar sein von dort, wo ich bin. Das sind mal Grundvoraussetzungen dafür, dass ich eine Webanwendung in eGroupware integriere. Mein gerade besagte Proxmox, das ist jetzt ein Screenshot, wo ich bei mir zu Hause im Büro sitze. Wir sehen außenrum eben eGroupware und eingebettet als iFrame sehen wir dort meine Proxmox-Oberfläche. Ja. Wenn wir jetzt in eGroupware zum Beispiel Guacamole integrieren wollen, stellen wir das als Installationspaket zur Verfügung. Das heißt, wenn ich eGroupware installiere, ist Proxmox erstmal noch nicht dabei. Entschuldigung, Guacamole natürlich. Ich muss es nachinstallieren. Wir haben Installationsskripte bereitgestellt und man sieht dort, das ist ein Einzeiler. Ich gebe dort die Hostadresse an, unter der mein System öffentlich erreichbar ist. Dann gibt es ein apt-install eGroupware Guacamole, wobei apt eben YAML oder sonst was ist. Das ist ein Einzeiler. Das System konfiguriert mir dann den Reverse-Proxy, den wir dort eingerichtet haben, lädt die Docker-Container herunter, installiert die, startet die, konfiguriert eGroupware. Das ist also alles mit diesem einen Befehl erledigt. Danach ist Guacamole einsatzbereit. Das sieht in eGroupware, das schauen wir uns nachher nochmal an, dann so aus, dass ich dort zum Beispiel die Guacamole-Anwendung integriert habe. Das Ganze kriegt einen Namen, das Ganze kriegt eine Webadresse. Dort wird auch direkt für OAuth das Secret eingetragen und so weiter. Da muss man sich um nichts weiter kümmern. Wenn ich Proxmox eingebunden habe, nennen wir das unter eGroupware gemanagte eGroupware-Anwendung. Ich gebe der Sache eigentlich nur einen Namen, einen Anwendungsnamen, eine Webadresse und gegebenenfalls ein Icon mit und verwalte hier noch die eGroupware-Benutzer, die darauf zugreifen dürfen. Und dann bin ich fertig damit und somit kann ich als Anwender hier als, man sieht das hier oben an dem Kartenreiter, das ist praktisch eine einzelne Anwendung, in eGroupware Proxmox aufrufen. Hier an der Seite sehe ich es dann nochmal zum Aufrufen mit dem Logo.
Also eine eigene Anwendung wirklich dort nur einblenden, sind also wirklich nur die paar wenigen Schritte. Wenn ich das mit Authentifizierung machen will, ist es ein klein wenig mehr. Was wir, wie gesagt, bei Guacamole eben durch die Installationsskripte bereits vorgefertigt haben. Kleines Schaubild kann man sich später vielleicht nochmal in Ruhe angucken auf den Folien, wie wir das integriert haben. Ich habe dann meinen Guacamole-Server hier an der Stelle, der greift wiederum auf die Linux- oder Windows-Desktops zu. Schaut euch das im Nachgang mal in Ruhe an und wenn da Fragen zu sind, ihr wisst Bescheid, schreibt mir eine Mail, ich erkläre das hinterher ganz in Ruhe. Ganz kurz, ein Schaubild, das ist mein eGroupware-Server. Ich habe dort eGroupware in Benutzung. Ich habe dort Collabora Online, was ich benutze. Ich habe dort einen Guacamole laufen. Ich habe dort einen RocketChat-Server laufen. Der braucht im Moment 2 GB Speicher, 2 Kerne. Ich sag mal so um die 10 GB Festplattenplatz. Der Rest ist jetzt hier Daten. Also wir bewegen uns für diese Komplettinstallation, wie wir die im Moment bereitstellen, in dieser Größenordnung. 2 Kerne, 2 Gig und 10 Gig Arbeitsspeicher. Ja. Das reicht dann auch durchaus für einige gleichzeitige Mitarbeiter, die darauf arbeiten. Das ist jetzt meine Privatmaschine. Das reicht allemal. Kurz noch gesagt, wir betreiben dann auf so einem eGroupware-Standard-Installationsserver einen Reverse-Proxy. Darüber wird dann zum Beispiel Guacamole, aber eben auch RocketChat unter einer eigenen Adresse geführt, damit das von außen erreichbar und einbindbar ist. Somit kann ich eben zum Beispiel eben auch Guacamole einzeln aufrufen oder RocketChat. Das hat dann den Vorteil, dass ich sowohl auf einem Desktop als auch auf einem Mobilgerät diese Seite als Web-App direkt verfügbar machen kann. Also zum Beispiel in einem Chrome-Browser als eigene Anwendung auf den Desktop legen und dann habe ich das ganze eGroupware nicht drumherum, sondern wirklich zum Beispiel eben nur Guacamole und kann sowas zum Beispiel einem Mitarbeiter zur Verfügung stellen ohne eGroupware, wenn es denn sein muss. Ja, deswegen der Reverse-Proxy, deswegen diese Adresse, damit es außen erreichbar ist und ich das als Web-App einzeln bereitstellen kann. Wenn ich das über eGroupware bereitstelle, habe ich dann da auch noch die Vorteile, dass ich in eGroupware Zwei-Faktor-Authentifizierung machen kann. Ich werde das selbstverständlich nach außen per HTTPS distributieren. Ich kann Brute-Force-Attacken abwehren, weil ich zum Beispiel die Zugänge sperren kann bei erfolglosen Zugriffsversuchen und so weiter. Über den Weg brauche ich also zum Beispiel Guacamole. Wenn ich es zu Fuß installiere, muss ich das alles einzeln konfigurieren und mich darum kümmern. Mit eGroupware kommt das im Prinzip schon fertig benutzbar mit, wenn man es dann einschaltet und eben konfiguriert, was dann nicht viel ist. Ich kann also diese Anwendungen, wo ich auch Sachen nach außen gebe, wie zum Beispiel Zugänge zu Desktops, zu Systemen, eben ziemlich sicher machen. So sicher, wie man das heute kann. Wir kommen kurz zu Jitsi. Das wird eine kurze Abhandlung, weil ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute wissen, was Jitsi ist oder vielleicht auch schon mal benutzt haben. Also das ist eine Open-Source-Videokonferenzlösung, basiert auf dem WebRTC-Standard. Das heißt, wir bewegen uns hier ausschließlich eigentlich im Webbrowser. Das kann man selber installieren, das ist wirklich nicht schwer. Man kann es bei sich zu Hause hosten, besser bei einem Provider eben auf einem kleinen V-Server oder eben von Providern seines Vertrauens eben als SaaS-Lösung bezogen werden. Jitsi selber kann eben so die Grundausstattung, was eigentlich alle anderen auch können, das heißt Audio-, Videokonferenzen, Desktop-Sharing, Chat und eben das Ganze auch mit dem Passwortschutz, Telefoneinwahl, wenn man das integriert hat, das ist möglich, oder auch das Aufzeichnen von Konferenzen. Ja, also das, was man im Allgemeinen so braucht. Installationsmöglichkeiten von Jitsi, wie gesagt, man kann das selber installieren, als Docker-Container installieren oder alle Komponenten manuell. Je nachdem, wie viel Arbeit man da reinstecken will. Es gibt eine ganze Menge gute Installationsmöglichkeiten im Netz. Ich habe ein paar gesammelt. Das betrifft jetzt auch die ganzen Links, die ich bereitstellen möchte. Die werdet ihr später in diesen Folien aufbereitet noch finden. Ich habe jetzt diese Folien hier nicht vollgestopft mit irgendwelchen Links. Da werde ich auch noch ein paar Installationsanleitungen
verlinken. Ich sag mal, unter ein paar bestimmten Voraussetzungen ist das eigentlich für jeden ganz gut machbar. Wenn ich einen Eigenbetrieb von der Jitsi-Installation mache, habe ich dann auch noch die Möglichkeit, die Datenschutzeinstellungen und ganz besonders auch die technischen Einstellungen für mich selber eben anzupassen. Es gibt da ein paar Parameter, die kann man so ein bisschen einschränken, um dann auch Bandbreiten zu sparen, ein bisschen Datenschutz mehr zu betreiben. Das ist bei vielen öffentlich verfügbaren Servern dann meistens relativ offen. Da kann man noch mehr Einfluss drauf üben. Als Client für Jitsi-Videokonferenzen hat man auf den Desktops eben, nimmt man den Webbrowser. Und da muss man also nichts weiter installieren, keine App, kein Plugin, nichts. Und ich sage mal, für iOS und Android stehen dann eben entsprechend Apps zur Verfügung. Da fragt dieses System dann im Regelfall auch nach, dass man das installieren möchte. Wenn man keinen Jitsi-Server eben selber aufsetzen will, ist natürlich kein Problem. Es gibt ganz, ganz viele Jitsi-Server im Netz, die man nutzen kann. Es gibt verschiedene Listen. Jitsi selber pflegt auf GitHub zum Beispiel eine lange Liste. Das habe ich allerdings jetzt auch mal verlinkt hier. Der CCC, da gibt es in einem Pad eine Jitsi-Liste. Da gibt es noch viele andere Verzeichnisse. Das Einfachste ist erstmal vom Jitsi-Projekt die Adresse selber zu nehmen, meet.jitsi. Einfach zu merken und in den Browser eingetippt und schon kann man da loslegen. Kleines Bildchen von der Videokonferenz. Wie gesagt, bietet eigentlich alles, was die anderen auch machen. Nicht viel mehr, nicht viel weniger. Deswegen sehen die alle auch ziemlich ähnlich aus. Ja. Das möchte ich auch jetzt hier nicht weiter großartig live zeigen. Ich denke, die meisten kennen es eh. Jitsi in e-Groupware. Wir haben uns im März, ich sag mal, wo das mit der Corona-Problematik losging, da haben wir angefangen, Jitsi, aber auch Guacamole in e-Groupware zu integrieren. Das musste dann auch ein bisschen schnell gehen, weil das waren beides eben Punkte, die wollten wir unseren Anwendern und auch unseren Kunden schnellstmöglich bereitstellen, damit die viel mehr Leute, ich sag mal, ins Homeoffice schicken können und da eine bessere Unterstützung haben. Deswegen haben wir das im März integriert, Anfang April veröffentlicht. Und das wollten wir eigentlich mit jetzt im Herbst erst machen, aber das haben wir dann zu dem Corona-Thema eben ziemlich schnell durchgezogen. Deswegen zeige ich auch die Integration selber von Jitsi hier in e-Groupware kurz. Wenn man Jitsi mit e-Groupware betreibt, installieren wir keinen extra Server dafür. Das liefern wir jetzt nicht mit. Wir liefern eine Konfiguration. In der kann ich im System selber Videokonferenz ein- oder ausschalten. Das heißt also, sehe ich das in der Oberfläche an den richtigen Stellen oder eben nicht. Ich habe dort eine Konfiguration hinterstehen. Die gibt es im Moment nur für einen Jitsi-Server. Wie gesagt, BBB-Server werden wir dann, denke ich mal, auch noch nachliefern. Dann wählt man hier einfach die andere Konfiguration aus. Und da hören wir auch gerne mal, was in der Community los ist oder was unsere Kunden sagen, was wir integrieren sollen. Das werden wir sehen, was die Zeit bringt. Das ist jetzt im Prinzip aber auch schon eingeschaltet im Standard-Lieferumfang von e-Groupware. Normalerweise steht dann von Jitsi der Server drin. Das ist jetzt ein Screenshot aus meiner privaten Installation. Ich nutze im Moment von NitroKey den Server. Man muss also nichts weiter machen, als dort seinen Jitsi-Server seines Vertrauens eintragen. Mehr ist das nicht, dann steht Jitsi zur Verwendung in e-Groupware zur Verfügung. Wie gesagt, ich kann über die Webseite eines Jitsi-Servers das natürlich auch machen. Wir haben aber eine Groupware-Lösung und wollten die Groupware-Lösung eben erweitern um Videokonferenz und auf der anderen Seite sowas wie Jitsi erweitern um Business-Funktionalitäten in einer Groupware-Lösung. Darum findet sich jetzt, wenn ich das eingeschaltet und konfiguriert habe, was im Standard schon so ist, zum Beispiel in der Seitenleiste, wo ich sehen kann, wer von den Benutzern ist online, ein Kontextmenü, rechte Maustaste, da finde ich dann jetzt da drin zum Beispiel einen Videoanruf für einen Ad-Hoc-Videoanruf. Ich kann einen Audioanruf machen, das ist also Jitsi einfach nur ohne Video.
wo ich dann Video hinterher dazuschalten kann. Oder ich habe eine aktuelle Konferenz und da kann ich andere Kontakte eben auch noch, das ist der zweite Punkt in der Liste, zu dem Anruf einladen, aktuell ausgegraut, weil ich nichts aufhabe. So kann ich ad hoc andere Leute, die gerade online sind, im Haus, in der Firma oder in der Familie eben anrufen. Klicke ich da drauf, wird bei dem anderen ein Ton erzeugt und geht ein Fensterchen auf, da werde ich gefragt, ob ich den Anruf annehmen will. Dann kann ich das machen oder auch nicht. Also ad hoc Anrufe kann ich hier aus der Seitenleiste machen. Ich kann aber eben auch, und das ist dann eine Business-Funktionalität, die brauche ich einfach in einem Unternehmen zum Beispiel. Ich kann einen Kalendereintrag machen, einen Termin, da haben wir ein Häkchen reingesetzt, Videokonferenz steht an der Stelle hinter Ort. Das ist eigentlich alles. Ich mache einen normalen Termin, lade interne, externe Leute ein, klicke auf Videokonferenz, dann passieren da zwei Sachen. Erstens, in der Einladung wird ein Konferenzlink integriert. Es wird automatisch eine Erinnerung dort eingeschaltet und dann speichere ich meinen Termin. Die Teilnehmer bekommen eben entsprechend eine Benachrichtigung per E-Mail, bekommen auch nochmal eine Erinnerungsmail. Das sind ja Funktionalitäten, so terminierte Videokonferenzen, das kann eben Jitsi zum Beispiel nicht. Ja. Und deswegen haben wir das um diese Funktionalität einfach erweitert. Wenn ich einen solchen Termin rausschicke, dann sehe ich bei mir im Kalender letztendlich diesen Eintrag. Unter Ort habe ich dann Videokonferenz. Ich habe dahinter so eine kleine Kamera. Da kann ich dann draufklicken und dann geht der Konferenzraum auf. Oder ich nehme das aus der Erinnerungsmail, den Link, sehen wir auf der rechten Seite. Das ist jetzt die Termineinladung, aber auch die Erinnerung liefert nochmal den Link mit. Da klickt man drauf und landet dann in dem, da wird ein Fenster aufgemacht mit der Jitsi-Konferenz und dann ist man dort drin. Also wie gesagt, ad hoc und terminierte Videokonferenzen, das ist die Erweiterung, die wir mit eGroupware dann liefern. Ja. Soweit erstmal zu Jitsi. Apache Guacamole, das ist eigentlich so mein Hauptthema heute. 20 Minuten haben wir dafür noch. Da denke ich eher, dass das viele, einige, die meisten nicht kennen. Ja, vielleicht hat der eine oder andere schon Guacamole gegessen, aber wir reden jetzt hier von Apache Guacamole, ist also ein Projekt, was unter der Apache Foundation geführt wird und dort weiterentwickelt wird. Ich nenne es im Allgemeinen nur Guacamole. Das ist ein Clientless Remote Desktop Gateway. Wer in einem Unternehmen mit Terminal-Servern und Remote-Zugriff zu tun hat, wird ungefähr schon wissen, in welche Richtung es geht. Das ist eine Software, die auf der einen Seite per VNC, RDP oder SSH auf Desktops oder eben auch Serverkonsolen zugreift und die auf der anderen Seite dann in einem Webbrowser zur Verfügung steht. Dazwischen der Broker, also der, der das vermittelt, das ist eben dann Guacamole. Clientless heißt das in dem Fall hier deswegen, weil das ausschließlich über einen Browser läuft. Wir müssen kein Browser-Add-on installieren, es ist wirklich nur ein Browser notwendig. Das heißt also, ich muss kein Client installieren, wie ich das zum Beispiel von Parallels oder anderen, ich sag mal, marktüblichen, gängigen und Marktführersystemen kenne. Wobei die im Regelfall ja auch schon mittlerweile nur Browserbetrieb durchaus beherrschen. Guacamole kann das schon länger. Das Highlight definitiv bei Guacamole, finde ich, ist auf jeden Fall, erstens, ich kann auch VNC Desktops ansprechen und vor allen Dingen auch SSH. Die anderen können im Regelfall nur RDP bzw. RDP-Server bedienen. Das heißt also, ich sag mal, auch wenn wir in der Linux-Welt auf Linux-Desktops zugreifen, sind wir hier deutlich flexibler. Anwendungsmöglichkeiten, wenn man es mal kennt, werden einem da wahrscheinlich noch viele Sachen einfallen, aber eben, und deswegen haben wir das im April integriert, ist eben Homeoffice für Büroarbeiter. Ja. Zugriff für IT-Admins bei Kunden zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wenn ich Schulungen geben will auf bestimmten Systemen, kann ich Leuten Schulungssysteme darüber zur Verfügung stellen und eben über Jitsi zum Beispiel dann auch was dazu erzählen. Ich kann das aber auch in-house im Unternehmen zum Beispiel nutzen, um auf Serversysteme zugreifen.
ich sag mal, da kann man sich noch viele Szenarien ausdenken, die man da machen kann. Bei meinem Arbeitgeber haben wir im Moment zum Beispiel auch Leute zu Hause sitzen, die machen darüber ihr Homeoffice, greifen über Guacamole eben zum Beispiel auf ihren PC im Unternehmen zu, weil die keinen Standard-PC brauchen. Mein Arbeitskollege zum Beispiel, ein Anwendungsentwickler, der hat auf seinem System eben doch einige Anwendungswerkzeuge, seine ganze Dokumentation und so weiter. Der bekommt über Guacamole eingebunden in eGroupware seinen Desktop zur Verfügung. Und wir setzen durchaus auch einen Terminal-Server ein, auch parallel, und haben das auch zeitweise durchaus per Web bereitgestellt. Aber der Administrationsaufwand und die Komplexität alleine, die sind für mich dermaßen hoch, ich habe auch keine Zeit dafür. Ihr werdet das sehen, bei Guacamole ist das alles einfach viel einfacher, auch die Administration. Und das ist für mich hinten raus das Wichtigste auch als Admin. Keep it simple, ja. Mach's einfach, und umso einfacher, umso zuverlässiger funktioniert das Ganze auch in Richtung Sicherheit. Was kann Guacamole? Erstmal, es liefert Desktops oder eben Konsolen per Webbrowser. Ich kann auch einzelne Anwendungen distributieren, mache ich jetzt weniger, kann man mal ausprobieren, wie das so funktioniert. Ich kann remote drucken, das funktioniert dann nicht eben mal auf den lokalen Drucker, weil wir sind clientless, aber wenn ich das, und das muss ich explizit einschalten, dann kann jemand auch drucken, das öffnet dann lokal auf dem Mitarbeiter-PC, wo man gerade sitzt, ein PDF, und das kann man dann zur Not eben auch noch auf den Drucker schicken. Ich kann auch Austauschverzeichnisse definieren, um beide Systeme Daten auszutauschen. Was ich aber alles erstmal explizit freigeben muss. Standardmäßig ist es ausgeschaltet, also als Admin. Es ist erstmal alles zu. Ja. Audio kommt rüber. Ich kann Bildschirmaufzeichnungen machen. Ich kann Wake on LAN machen. Dazu muss ich aber in bestimmter Art und Weise das Ganze installiert haben, was wir in eGroupware im Moment nicht haben. Da kann ich auch, falls da jemand sich für interessiert, das auch nochmal weiter ausführen. Es hat noch ein paar Funktionen mehr, die ich bisher im Regelfall noch nicht genutzt habe, aber wir sehen das gleich noch mal kurz im Echtbetrieb, dass da noch eine Menge Sachen sind zum Einstellen. Das sind aber die wichtigsten Funktionen, die man so üblicherweise braucht. Wir haben Guacamole jetzt in eGroupware integriert. Wir haben gesehen, wir integrieren das als iFrame. Ich habe die Authentifizierung über OAuth direkt erledigt. Ich gehe also in eGroupware rein, rufe Guacamole auf. Ich habe da mein Fenster, kann auch mir einen Desktop holen. Sehen wir gleich nochmal. Aber richtig interessant ist dann die Stelle, Guacamole speichert auch ihre Konfiguration in einer Datenbank. Verschiedene Datenbanken. Wir nutzen in eGroupware im Regelfall eine MariaDB. Da haben wir uns einfach entschieden, wir nehmen keine separate Datenbank für Guacamole. Wir setzen das auch in die eGroupware-Datenbank als einzelne Tabellen rein, zusätzlich zu unseren eGroupware-Tabellen. Das sieht man jetzt hier an der Seite so ein bisschen. Das sind einige Tabellen, die da angelegt werden. Die Benutzer aus eGroupware selber, damit die auch in Guacamole zum Beispiel für die Berechtigungen zur Verfügung stehen, das sind dann Views auf unsere Benutzerdatenbank. Somit speichert Guacamole also alle Daten in der eGroupware-Datenbank. Das wird dann interessant. Wir machen eine Datensicherung in eGroupware und dann sind die Guacamole-Daten da mit drin. Ich muss nichts extra sichern, muss ich mich um nichts kümmern. Ja. Und ich muss eben auch nur an einer Stelle, und das ist in eGroupware, meine Benutzer verwalten. Oder in dem dahinterliegenden System, eine AD, LDAP oder was auch immer. Der eGroupware-Anwender selber bekommt die Guacamole-App auch nicht automatisch, sondern der Admin muss eben einer Gruppe oder bestimmten Benutzern eben die Guacamole-App eben auch die Ausführungsrechte geben. Das heißt also, dort verwalte ich grundsätzlich schon mal, welche Benutzergruppe oder welche Benutzer eben Guacamole nutzen dürfen. Weiter hinten kann ich dann auch noch weitere Rechte vergeben. Das schauen wir uns dann gleich noch an. Das Entscheidende, was ich letztendlich konfigurieren muss nach der Installation, wie gesagt, das Ganze läuft erstmal. Was ich konfigurieren muss, sind sogenannte Verbindungen, Connections. Und zwar schaffe ich dort die Verbindungsdaten von dem Client, auf den ich zugreifen will, eben zum Beispiel einen PC oder einen Terminal-Server, mit den entsprechenden Parametern dazu. Dadurch, dass wir die
Konfigurationstabellen eben in der Datenbank in eGroupware haben, können wir natürlich auch von der eGroupware-Anwendung selber darauf zugreifen. Deswegen haben wir dort auch administrativ einen Bereich geschaffen, wo wir diese Verbindungen administrieren können, aus eGroupware direkt heraus. Das Ganze hat entsprechend Parameter, die wir da zur Verfügung stellen, die man im Regelfall braucht. Feinparametrisierung kann man dann in Guacamole nochmal vornehmen. Aber grundsätzlich kann ich eigentlich alles, was ich im Regelfall brauche, in eGroupware administrieren. Wie gesagt, Verbindungen, das ist das Entscheidende, was ich herstellen muss. Wir sehen das jetzt hier, die Maske in eGroupware selber, beziehungsweise wir sind im Admin-Bereich. Da gibt es Guacamole, da gibt es die Verbindungen. Man sieht da im Hintergrund eine kleine Tabelle von verschiedenen Verbindungen. Ich gebe der Sache einen Namen. Ich sage jetzt das Protokoll RDP, VNC oder was auch immer, den Hostnamen. Gegebenenfalls gebe ich auch einen Benutzernamen oder Passwort oder eben auch nicht mit. Unten sehe ich dann so ein paar RDP-Einstellungen. Das sind die paar, die wir im Moment in der Maske aufgenommen haben. Wenn uns jetzt verschiedene Anwender sagen, pass auf, den Parameter, den hätte ich gern noch da drin, dann bauen wir das auch noch ein. Es gibt einen zweiten Kartenreiter unten Rechte. Da kann ich dann eben noch eintragen, welcher eGroupware-Benutzer oder welche Gruppe Zugriff auf diese Verbindung bekommt. Ja, so habe ich dann eben zum Beispiel meinen Entwicklerkollegen, der hat ausschließlich Zugriff eben auf seinen einzelnen Desktop. Der sieht die anderen nicht mal, die anderen benutzen. Hier sehen wir nochmal in eGroupware selber einen Debian-Desktop, den ich da aufgerufen habe. Das ist jetzt mit dem kompletten eGroupware drumherum. Links auch nochmal die Seitenleiste, die ich aber eben auch wegklappen kann. So kann man das eben aufrufen und ist auf dem Desktop, zum Beispiel eben in einem Unternehmen, wo ich Spezialsoftware habe, CAD-Software oder ich sag mal so diverse FIBU-Software, die ich den Leuten schlecht nach Hause transportieren kann. Ja, da gebe ich denen ihren PC oder einen Terminal-Server Zugang hier drüber und dann können die auf ihre DATEV oder was auch immer zugreifen. Wir haben es hier mit einer Webanwendung zu tun. Wir haben es hier mit Links, wo ich die Connections aufrufe, zu tun mit Weblinks. Also kann ich damit auch umgehen, wie ich im Browser mit Links umgehen kann. Ich kann rechte Maustaste im Kontextmenü zum Beispiel aufrufen, Open Link in New Window, beziehungsweise dann eben entsprechend in Deutsch. Damit öffnet sich letztendlich diese Verbindung nicht als iframe in eGroupware, sondern in einem separaten Browserfenster. Und das kann ich dann eben zum Beispiel auf den zweiten Monitor schieben, meinetwegen auf den großen Monitor, auf dem ich arbeite, drücke F11 und dann habe ich Vollbild. Habe ich also meinen Unternehmens-PC hier aufgerufen, öffne ich in einem separaten Browserfenster, schiebe das auf meinen großen Monitor, sage F11, dann habe ich meinen Desktop von der Firma Vollbild auf meinem großen Monitor. Feine Sache. Was die Auflösungen angeht, ihr wisst das vielleicht selber, wenn per VNC oder sonst was zugegriffen wird. Ich habe einen Monitor mit einer bestimmten Auflösung, ich habe einen Desktop mit einer bestimmten Auflösung. Da muss man immer so ein bisschen experimentieren, wie man das hinkriegt. Wenn ich per RDP zum Beispiel auf einem Windows 10 zugreife, ist das das absolut geringste Problem, weil der Desktop von der Remote-Maschine von dem Windows 10 zum Beispiel sich eben im Browser entsprechend anpasst. Mache ich F11, mache ich Vollbild, wird der Desktop auf dem PC im Hintergrund eben auch auf die gleiche Auflösung eingestellt und ich habe hier 1:1 meine Pixel auf dem Bildschirm und ich habe ein top scharfes Bild. Nochmal ein paar Links, weil ich habe bei uns im Forum einige Artikel dazu geschrieben, die sind, denke ich, ganz lesenswert, weil ich da auch meine Erfahrungen runtergeschrieben habe, soweit ich die bisher gemacht habe. Da sind eine ganze Menge Hinweise drin, was man da mit Guacamole noch machen kann. Wenn man da Interesse dran hat, sollte man die auf jeden Fall noch ein bisschen durchgehen. Ich erweitere das jetzt noch ein bisschen, aber ist auf jeden Fall lesenswert. Es hat also mehr mit Guacamole zu tun, weniger mit eGroupware. Ich denke, für den einen oder anderen so oder so ist es interessant. Das ist im Forum die Kategorie Guacamole. Man sieht, ich habe die Artikel dann im Regelfall auch auf Englisch. Schaut mal rein, gerne auch anmelden und im Forum Fragen stellen. Dafür ist es da. Und Dinge, die gefragt werden, die können auch erklärt werden, die können auch dokumentiert werden. Also umso mehr Fragen und Feedbacks kommen, umso besser auch die Dokumentation hier.
weil ich sage mal, im deutschen Bereich gibt es über Guacamole nicht sehr viel Dokumentation und international ist es auch noch relativ dürftig, obwohl es Guacamole wirklich schon sehr, sehr lange gibt. Wir werden uns jetzt kurz im Webbrowser nochmal ein paar Sachen angucken. Da haben wir jetzt genau gerade noch ein bisschen Zeit. Jawohl. Und dann kann ich das nochmal live zeigen. Hallo und willkommen zu meinem Live-Teil, zu meinem Vortrag von der Kilux 2020 zum Thema Guacamole und Jitsi in Ingwer. Bei dem Vortrag hatte ich versucht, den Webbrowser freizugeben. Dabei ist mir leider der Desktop eingefroren. Ich hole es jetzt hier nach. Ihr seht es am Hintergrund. Ich sitze jetzt hier im Homeoffice und produziere das nach. Ich möchte euch noch ein paar Sachen live zeigen, die sehenswert sind und die ganze Sache ein bisschen transparenter macht, was wir integriert haben, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß dabei. Zunächst möchte ich kurz zeigen in der Admin-Einstellung die Stelle, wo man den Jitsi-Server einstellt. Ihr habt es in den Screenshots gesehen, jetzt nochmal live. Da ist eigentlich nicht viel zu machen. Also im Ingwer selber kann man das Videokonferenzsystem ein- und ausschalten, sodass, wenn es ausgeschaltet ist, an mehreren Stellen eben einfach die Funktionalitäten nicht mehr da sind, in den Menüs nicht mehr eingeblendet werden. Das kann man also fast komplett rausnehmen. Schalte ich es ein und stelle hier eine Konfiguration ein, brauche ich in erster Linie erstmal nichts anderes machen, als ihm sagen, wir machen Videokonferenz mit Jitsi und eben einen Jitsi-Server anzugeben. Das ist der erste Schritt, der einfachste, und so liefern wir das normalerweise auch aus. Ich habe jetzt hier einen Jitsi-Server Meet Jitsi eingestellt. Damit liefern wir das auch aus. Das ist von Jitsi, von dem Projekt selber, der Hauptserver. Damit funktioniert das alles schon einmal frei. Wenn man einen anderen Jitsi-Server benutzen möchte, einen eigenen oder einen aus Deutschland, einen von einem Bekannten, trägt man ihn hier ein, die Webadresse, und gut ist. Wenn man einen Jitsi-Server betreibt, der nur für einen selber, für seine Installation funktionieren soll, kann man hier auch noch sogenannte JWT-Authentifizierungs-IDs eingeben und ein Secret dazu. Das heißt also, Ingwer wird mit dieser Jitsi-Instanz eine Verbindung aufbauen bzw. generiert Sitzungen dafür, die praktisch ein Login beinhalten, somit man eben nur Jitsi-Sitzungen abhalten kann, wo die Authentifizierung auch da ist. Das heißt also, da kann auch niemand anders mithören, sich einschalten oder was auch immer. Also man kann exklusiv für sich selber einen Jitsi-Server betreiben, der auch dann nur hiervon angesprochen werden kann. In dem Fall liefern wir das so nicht mit aus, mit einer Vorbelegung, aber man hat die Möglichkeit. In Kürze werden wir auch noch eine Konfiguration ausliefern für BigBlueButton-Server. Somit wird hier zur Auswahl stehen einfach noch BBW und dann eben auch die Felder, um entsprechend die Daten des BBW-Servers einzutragen. Wir haben es aktuell angekündigt, es wird die nächsten Wochen kommen und somit kann man auch BBW-Server mit einrichten, letztendlich von der Funktionalität in der Ingwer hinterher genauso zu benutzen. Wir bieten auch an, beziehungsweise es gibt einen deutschen Anbieter, bbbserver.de, muss ich mal ein klein wenig Werbung machen. Die bieten BBB als Dienstleistung an, da gibt es ja auch nicht so viele Anbieter von. Und ich schreibe auch in die Folien von dem Vortrag nochmal die Adresse rein, schaut euch das mal an. Gerade wenn ihr gewerblich sowas nutzt, ist das preislich wirklich sehr, sehr interessant. Schaut euch das an. Wir sind auch Reseller dafür. Also wenn ihr da Interesse daran habt, kommt gerne auf uns zu. Also wie gesagt, BBB-Integration ist in Arbeit, wird bald veröffentlicht. Schaut es euch an. So viel erstmal zu der Konfiguration des Jitsi-Servers in Ingwer. Also im Prinzip nichts zu machen. Es wird so ausgeliefert, eingeschaltet mit einer Jitsi-Konfiguration, mit dem Server Meet Jitsi funktioniert.
So, wir befinden uns jetzt hier in der Kalenderansicht von eGroupware. Es gibt für Videokonferenzen einzuleiten im Prinzip zwei Möglichkeiten. Zum einen jemand direkt ansprechen, jemand aus der Organisation, der auch in eGroupware angemeldet ist, oder eben Konferenzen zu planen, wo ich dann eben auch Externe mit einladen kann bzw. ansprechen kann. Ich habe für die Ad-Hoc-Konferenz von Mitarbeitern haben wir hier an der Seite eine Statusleiste. Und da habe ich jetzt einen Mitarbeiter zum Beispiel angemeldet auf einem anderen Rechner, den Hein Tester. Da kann ich jetzt im Kontextmenü einen Videoanruf machen oder eben auch nur einen Audioanruf. Unterscheidet sich letztendlich in der Art und Weise, wie man eine JC-Konferenz startet, mit oder ohne Video. Ich kann natürlich Audio auswählen, um dann hinterher Video dazu zu schalten. Aber oftmals wird eben nur Audio verwendet. Deswegen haben wir das hier direkt angeboten. Ich starte das mal. Wir rufen jetzt den einen Tester an. Es geht ein Fenster auf für die Konferenz direkt. Ich muss jetzt hier in dem Fall noch einen Namen eingeben. So. Der andere bekommt jetzt ein Fenster, er kann die Einladung annehmen und man hat dann zusammen eine Videokonferenz. Ich kann weitere noch hinzunehmen, indem ich hier zum Beispiel eben andere Teilnehmer oder andere Mitarbeiter auswähle und die dann einlade und dann werden die praktisch in einer Dreierkonferenz, wenn ich jetzt noch einen einlade, hinzugenommen. Der meldet mir jetzt, dass der Heintester den Anruf nicht angenommen hat. Ich kann es jetzt nochmal probieren oder eben sein lassen. Der Heintester, der hat jetzt eine Nachricht, dass ich angerufen habe und kann später auch zurückrufen, wie auch immer er will. So, die zweite Möglichkeit, eine Videokonferenz abzuhalten, ist eben eine Videokonferenz zu terminieren, einen Termin zu erstellen, um eine Videokonferenz zu planen. Ich erstelle jetzt hier einfach mal einen Termin, nenne den kurzerhand mal Test, kann jetzt eben auch Mitarbeiter auswählen hier, also Benutzer dieses Systems oder eben auch über E-Mail-Adressen, über das Adressbuch auch externe Leute nehmen. So, da wollte ich hin. Ich lade jetzt mal den Jan-Tester ein. Den habe ich nun als Teilnehmer hier mit drin. Den habe ich einfach aus dem Adressbuch. Das ist kein Benutzer dieses Systems. Jetzt setze ich hier oben ein Häkchen. Videokonferenz. Und dann macht er zweierlei Dinge. Erstens, er legt eine Erinnerung an, 5 Minuten vorher. Und zweitens, er setzt hier oben dieses Feld um. Und zwar externe Teilnehmer benachrichtigen auf Ja. Das heißt also, wenn ich jetzt speichere, wird der Jan Tester eine E-Mail bekommen mit eben entsprechenden Informationen, mit dem Raumlink, mit dem er sich dann in die Videokonferenz einwählen kann. So, der Termin ist hier drin. Wenn der jetzt bevorstehen würde, würde ich irgendwann natürlich auch 5 Minuten vorher hier einen Alarm bekommen. Ich kann aber auch sonst jederzeit hier zum Beispiel das ist ein Mouseover, das heißt also, das Fenster geht normalerweise auf, wenn ich auf dem Termin bin. Und hier kann ich kurzerhand auf Videokonferenz klicken und den Raum betreten. Gleiches Spielchen wie gerade, aufmachen, warten bis der andere kommt, Konferenz abhalten, schließen. Und auch hier wieder über das Fenster selber kann man natürlich noch weitere Teilnehmer ad hoc eben einladen. Eine weitere Möglichkeit neben dem Mouseover ist auch das Kontextmenü auf den Termin. Da kann ich auch nochmal direkt an der Videokonferenz teilnehmen. So, nun zum Thema Guacamole in eGroupware. Wir müssen ein paar Sachen für einstellen, damit wir es nutzen können. Bei eGroupware ist das so, dass die einzelnen Module überhaupt erst von Benutzern benutzt werden können, wenn ihnen die Rechte dazu gegeben werden. Das heißt also, dass Guacamole, womit wir Zugriff auf andere Rechner gewähren, muss der Benutzer überhaupt erstmal als Modul die Berechtigung haben, damit er es überhaupt sieht und benutzen kann. Ich habe jetzt einfach mal eine Benutzergruppe Guacamole angelegt
Und wir schauen uns da mal die Zugriffsrechte an. Es gibt hier die Ausführungsrechte für Anwendungen. Und da habe ich eben Guacamole mit eingefügt. Das heißt also, Benutzer, die in der Gruppe Guacamole sind, dürfen eben Guacamole überhaupt erst auch ausführen. In der Gruppe selber habe ich eben mich zum Beispiel und noch so einen anderen Benutzer. Das heißt also, dadurch, dass ich die Berechtigung habe, sehe ich hier oben eben auch das Guacamole-Modul, beziehungsweise kann es mir von hier oben dann öffnen. Ich kann solche Berechtigungen auch natürlich einzelnen Benutzern geben. Im Regelfall sollte man das über eine Benutzergruppe machen, um dann flexibler zu sein, eine bessere Übersicht zu haben. Aber vielleicht mal so zum Test kann man das auch einem Benutzer geben. Ich kann da auch wieder die Zugriffsrechte eben entsprechend setzen. Und setze ich hier ein Häkchen. Und dann darf der Benutzer eben zum Beispiel auch Guacamole nutzen. Wenn man nun in das Modul reinschaut, haben wir hier an der linken Seite ein Menü. Zum einen lande ich hier auf der Startseite. Das ist jetzt letztendlich von Guacamole das Fenster, was wir hier in iGroupware einblenden. Das sind keine eigenen Sachen von uns, sondern das ist eben schon Guacamole. Ich kann da auch direkt wechseln auf einen Kartenreiter, wo ich aktive Sitzungen sehe oder wo ich einen Verlauf sehe, wer wann wo drauf zugegriffen hat. Aber ich kann eben auch hier reinspringen wieder in die iGroupware-Administration, wo wir eben Verbindungen, also sprich die Rechner, die wir ansprechen wollen, einrichten kann. Ich habe das während des Vortrages bereits kurz erklärt und über die Folien dargestellt. Wir benutzen ja eine gemeinsame Datenbank für Guacamole und für iGroupware. Somit kann ich hier in iGroupware jetzt also auch die Verbindungen anlegen. Einfach hinzufügen, dem Ganzen einen Namen geben, die IP-Adresse, über welches Protokoll will ich zu greifen und kurz noch hinterlegen, wer die Rechte darauf hat, und schon ist das fertig. Wir schauen uns mal so bestehende Verbindungen an, die ich hier drin habe. Ich habe hier so ein Windows 10 zum Beispiel. Dem habe ich einfach den Namen gegeben, Windows 10 RDP. Ich greife per RDP drauf zu, habe die IP-Adresse hinterlegt, habe hier in dem Fall auch einen Benutzernamen und ein Passwort hinterlegt. Das ist letztendlich die Anmeldung auf dem Windows 10 Rechner. Kann man hinterlegen, muss man aber nicht. Wenn man es nicht macht, landet man auf dem Rechner einfach am Login und kann eben da entsprechend die Zugangsdaten eintragen. Der Punkt ist letztendlich der, dass diese Zugangsdaten hier in der Datenbank nicht verschlüsselt sind. Also wenn man irgendwie kann, sollte man das weglassen hier an der Stelle. Wir haben hier RDP-Einstellungen halt noch ein paar hochgezogen in diese Maske hier, die man üblicherweise mal einstellt. Da kann man auch noch weitere Parameter hochziehen. Das müssen wir schauen, was die Zukunft bringt, ob da Anwender das machen möchten. Schauen wir mal. So, als zweites haben wir hier auf dem Kartenreiter Rechte noch die Möglichkeit, eben diese Verbindung, den Zugriff auf diesen PC oder Server ganz bestimmten Personen nur zuzulassen. Also in dem Fall hier zum Beispiel die Benutzung habe ich jetzt einfach dem Heintester mal zugewiesen. Das heißt, wenn der sich anmeldet, die Berechtigung auf Guacamole hat, kann der eben dort drauf zugreifen. Es gibt noch andere Rechte für verschiedene andere Funktionen, aber die nutze ich hier an der Stelle jetzt erstmal noch nicht. Noch kurz gezeigt, RDP, wie gesagt, beherrscht Guacamole, aber eben auch VNC und vor allen Dingen auch SSH. Das heißt also, ich kann durchaus auch auf Konsolen von Servern zugreifen oder eben Systeme, die ich nur per VNC erreiche oder vielleicht sogar auch nur erreichen will. Kommt immer drauf an. An der Stelle bin ich da sehr, sehr flexibel. So, zurück in dem Modul Guacamole. Möchte ich eben links auf der Seite mal noch zeigen. Da sind ein paar Weblinks drin, die an verschiedene Stellen für die zu der Dokumentation von Guacamole selber gehen und eben auch ein Verweis auf unser Forum, auf das die Kategorie in unserem Forum.
jetzt will ich einfach ein bisschen mehr Platz haben, um gleich innerhalb dieses Fensters hier einen Desktop aufzurufen. Deswegen kann ich hier die Seitenleiste einfach wegklappen. Damit schafft man sich an der Stelle noch ein bisschen Platz. Das Ganze merkt er sich pro Modul. Das heißt also im Kalender zum Beispiel habe ich immer noch die Seitenleiste und in Guacamole eben nicht. Ich habe jetzt zum einen die Möglichkeit hier oben, weil ich den zuletzt aufgerufen habe, den Windows 10 RDP aufzurufen oder eben hier unten aus der Liste. Ich kann das Ganze auch noch gruppieren. Ich kann hier sowas zum Beispiel, das ist eine Gruppe und da kann ich die drunter hängen. Das kann ich jetzt, ich sag mal, durchaus zum Beispiel mit Standorten machen oder ich sammle dort PCs, gruppiere die und zum anderen vielleicht Server. Ich habe jetzt aber hier oben auf eben mal ein Windows 10 RDP. Dann starte ich den mal und jo, bin auf einem Windows 10 Desktop 1:1. Der Webbrowser meldet dem, wie viel Pixel er haben kann. Der macht mir einen Desktop mit den Pixeln und ich kann darauf arbeiten. Und das geht auch doch recht flott. Können mal eben hier die Präsentation in LibreOffice öffnen. Das dauert jetzt eben so lange, wie das auf einem PC dauert. Oder ein Explorer. Also, ich sag mal, da sitzt man eigentlich, als wäre man live davor. Ich betreibe in Guacamole auch noch für ein Unternehmen und wir haben dort eine relativ schmalbandige Internetanbindung. Und ich sag mal, meine Beobachtung jetzt in den letzten Wochen ist, dass durchaus 4-5 Leute draußen auf Desktops arbeiten und dann eben auf großen Desktops. Und da gehen immer nur ein paar hundert Kilobyte rüber. Also ich sag mal, wegen der Bandbreite bei seinem Internetzugang muss man sich da auch eigentlich keine Gedanken drüber machen. Da ist wirklich nicht sehr viel notwendig. Anders sieht das natürlich aus, wenn ich jetzt hier in der Sitzung ein Video gucke. Ich sag mal, man soll es einfach lassen. Es ruckelt und es braucht eine sehr hohe Bandbreite. Also Guacamole ist nicht dafür gemacht und auch nicht dafür gedacht, darüber Videos zu schauen. Vieles andere, wo sich was bewegt, funktioniert durchaus. Die ganzen Büroarbeiten mal sowieso. Also das ist überhaupt kein Problem. So. Ich melde das mal wieder ab. Will jetzt auf jeden Fall noch mal zeigen, dass man eben auch Vollbild sowas machen kann. Und zwar im Kontextmenü auf diesen Eintrag, wo ich gerade drauf geklickt habe, sieht man Open Link in New Window. Und da gehe ich jetzt einfach hin und sage hier Vollbild. Ja. Jetzt habe ich auf dem Bildschirm ein Windows 10, was auf einer virtuellen Maschine läuft, im Vollbild und kann hier praktisch 1:1 drauf arbeiten. Ich kann den Vollbild wieder zurück machen. Ich melde den wieder ab. So. Ich möchte mal auf die Schnelle noch zeigen, dass eben andere Desktops natürlich genauso gut funktionieren. Also ich habe hier zum Beispiel einen Debian Desktop. Ja, zack ist er da. Und ich kann den auch sofort wieder trennen. Oder ist jetzt ein bisschen klein hier oben in der Ecke. Der versucht sich aber gerade auf meinem iGroupware Server anzumelden. Da habe ich schon vorgegeben, dass Root sich anmelden will. Jetzt fragt er nur noch nach dem Passwort. Also auch das funktioniert ganz auf die Schnelle. Hier oben drauf gibt es auch ein Kontextmenü. Ich kann also auch die hier wieder in einem neuen Fenster öffnen, maximieren auf dem Bildschirm und darauf arbeiten. Kommen wir jetzt zu dem Menü, was Guacamole selber bietet. Das findet sich hier oben. Zum einen kann ich mich hier auch abmelden, aber interessant sind jetzt auf jeden Fall die Einstellungen. Ich fange mal hinten an. Ich kann mir hier die Sprache einstellen, nochmal die Zeitzone. Hier sind noch ein paar weitere Hinweise, wie ich zum Beispiel mit einer Maus-Emulation auf einem Tablet arbeite. Man kann Guacamole natürlich auch auf dem Tablet bedienen. Ich kann dann virtuelle Tastatur einblenden lassen.
sowohl vom Tablet, die kann ich benutzen, oder eben auch die Guacamole eigene, die ich bevorzuge, weil die einfach viel zuverlässiger funktioniert. Ja, kann man dann auch mal ausprobieren auf so einem Tablet. Ich sag mal so, macht nicht sehr viel Spaß, aber zur Not geht das eben auch mal. Aktive Sitzungen. Ich habe eine Übersicht über die Sitzungen, die gerade offen sind. Da läuft von mir jetzt gerade noch diese SSH-Sitzung. Ich kann mich auch drauf schalten. Also wenn ich zum Beispiel Administrator bin und ich habe hier mehrere Sitzungen offen von Mitarbeitern, da kann ich mich durchaus hier auch drauf schalten und eben zum Beispiel auch Support leisten, weil die sitzen unter Umständen irgendwo im Homeoffice, rufen einen an und so kann ich eben mit auf den Bildschirm gucken, den sie dann bedienen. Muss ich jetzt in dem Fall nicht unbedingt eine Fernwartungssitzung mit Teamviewer oder was anderem bei denen auf dem PC machen, weil wenn die sowieso auf dem PC in der Firma arbeiten, dann kann ich auch gerade hier drüber darauf zugreifen. Gerade wenn ich RDP einsetze, habe ich ja auf dem PC in der Firma selber zum Beispiel keine Möglichkeit mehr, direkt drauf zu gucken, weder vor Ort noch mit VNC. Eine RDP-Sitzung ist ja nun mal im Hintergrund und ich sehe auf dem Bildschirm nichts mehr. Habe ich hier also die Möglichkeit, mich da drauf zu schalten. Ich habe hier nochmal den Verlauf, den haben wir gerade schon gesehen, den kann ich auch anders aufrufen. Ich habe hier die Benutzer und die Gruppen, die holt er sich aus e-Groupware selber. Für die Benutzerverwaltung eben oder beziehungsweise für die Berechtigung auf die einzelnen Verbindungen. Und hier verwalte ich jetzt nun die Verbindungen. Das gucken wir jetzt nochmal im Detail so ein bisschen an. So, die Verbindungen, die ich hier angelegt habe, die sind inhaltlich sicherlich ein bisschen unterschiedlich, weil ich verschieden zugreife per VNC, per RDP oder eben eine SSH-Konsolensitzung. Wir schauen uns die mal für Windows 10 per RDP an. Letztendlich sind hier jetzt eine ganze Menge Parameter. Das ist jetzt die Stelle, wo wir bestimmte Parameter halt in die Maske von e-Groupware hochgezogen haben, die man üblicherweise nur braucht, um auch dann bei der Anlage schnell damit fertig zu sein. Einige Parameter davon sind eben auch nicht unbedingt für alle Zugriffsprotokolle wichtig. Und für manche Installationen funktionieren natürlich manche Dinge überhaupt nicht. Dennoch sind die Sachen alle in der Maske hier drin. Das heißt also, die wesentlichen Dinge muss man sich für sich raussuchen oder eben über die e-Groupware-Maske nur diese benutzen. Das ist eigentlich auch unser Ziel. Wir wollen in der e-Groupware-Maske eigentlich die Parameter hochziehen, die in der Praxis wirklich gebraucht werden, sodass man in diese Ansicht hier eigentlich so gut wie nicht mehr rein muss. Es gibt ein paar Sachen, die ich die letzte Zeit genutzt habe an der Stelle. Da wollen wir mal gerade gucken. Also hier sind nochmal der Hostname, der Benutzername, das habe ich gerade schon gezeigt. Ich kann hier Bildschirmeinstellungen machen. Ich kann zum Beispiel auch Breiten, Höhen, Auflösungen und so weiter vorgeben. Aber im Allgemeinen lässt man das einfach offen, weil das dann letztendlich automatisch funktioniert. Das heißt also, der Browser meldet für das Fenster, also für das iFrame, eine bestimmte Pixelauflösung und genau in der Größe macht RDP dann ein Fenster auf, sodass ich die RDP-Sitzung und die Anzeige im Webbrowser 1:1 die Pixel ab und somit eben auch scharf. Ja. Was noch interessant ist hier so, Zwischenablage, Geräteumleitung, da kann ich einige Sachen machen. Zum einen die Zwischenablage. Die funktioniert grundsätzlich erstmal. Das heißt also, wenn ich auf meinem PC irgendwo einen Text in die Zwischenablage kopiere, kann ich die auch direkt in meiner RDP-Sitzung dort wieder reinkopieren. Das Ganze kann ich disablen, weil ich denke mal, so manch einer will ja eben genau nicht, dass ein Mitarbeiter dort Sachen hin und her kopiert. Also disablen kann ich, sie sind standardmäßig eingestellt. Wenn ich es nicht brauche, würde ich jetzt hier zum Beispiel auch Audio deaktivieren, weil ich sag mal, so ein Palim-Palim von Windows 10 muss ich bei mir auch nicht unbedingt haben. Kann ich ausschalten, wird dann nicht übertragen. Ich kann hier auch die Druckerunterstützung aktivieren und einen Druckernamen hinterlegen. Da wird letztendlich zum Beispiel, wenn ich mich auf dem Windows 10 PC per Guacamole aufschalte, wird dort ein, ja, ich sag mal, virtueller Drucker angelegt. Der heißt dann in dem Fall hier Guacamole PDF Remote. Wenn ich auf dem drucke, von diesem Remote PC, dann wird mir lokal hier ein PDF aufgemacht. Das will ich dann auch gleich nochmal zeigen.
So, auf dem Windows 10 Rechner hat er jetzt nach dem Anmelden einen Drucker eingerichtet. Das ist der, den wir in der Konfiguration hinterlegt haben. Guacamole PDF Remote Drucker oder wie auch immer man den nennt. Und da habe ich jetzt also die Möglichkeit, hier mit einem einfachen Testdokument mal zu drucken auf den Drucker. Jetzt flackert das hier ein bisschen, weil der unten die Leiste eingeblendet hat. Und ich habe das Dokument hier und kann mir das jetzt anschauen oder kann das auf dem lokalen Drucker drucken, den ich hier angeschlossen habe oder was auch immer. Ist dann Geschmackssache. Das heißt also, ich kann remote auf jeden Fall auch Dokumente übertragen. Je nachdem, welchen Browser man hat, wird das mal mehr, mal weniger bequem, sage ich mal. Hier in so einem Chromium ist es jetzt so, dass er das unten anbietet. Ja, aber es funktioniert. Remote Drucken funktioniert als PDF. Natürlich nicht direkt auf dem Drucker, der angeschlossen ist, auf dem lokalen PC. Das wird so auf diese Art und Weise mit einem Remote Desktop im Webbrowser nicht funktionieren. Da kann man keinen Zugriff direkt auf den Drucker herstellen. Aber wir wollen ja auch hoffen, dass wir nicht allzu viel drucken wollen mehr in Zukunft. So, eine weitere Verbindung, die man schaffen kann, ist letztendlich ein Austauschlaufwerk. Ich kann auf beiden Seiten einen Dateipfad angeben, wo eben Dateien hin und her geschoben werden können über die Leitung. Ich persönlich mag es nicht einrichten, schon gar nicht für Mitarbeiter in einem Unternehmen. Am liebsten lasse ich das weg. Für einen privat kann man das machen oder für Servicezwecke zum Beispiel, wenn ich ein System warte, zum Beispiel als Dienstleistung, kann ich somit durchaus auch Daten hin und her schieben. Aber normalerweise würde ich es weglassen. Ist normalerweise auch nicht eingerichtet, lässt sich aber realisieren. Gibt hier noch ein paar Parameter, was die Übertragungsgeschwindigkeit, die Darstellungsgeschwindigkeit angeht. Ich sag mal, normalerweise muss man da nirgendwo irgendwas einstellen. Also die Leute von Guacamole haben das schon ganz vernünftig vorbelegt, was geht, was nicht geht, was standardmäßig eingeschaltet ist, was standardmäßig ausgeschaltet ist. Da kann man ein bisschen mit rumspielen, rumexperimentieren, aber also ich habe die Erfahrung gemacht, man kann es auch lassen. Ja, die Zeit ist einfach zu schade dafür. Es funktioniert. So einfach ist das. So, zuletzt möchte ich nochmal auf ein paar Informationsquellen hinweisen. Das ist zum einen ja eigentlich in der Hauptsache unser Forum. Findet sich unter help.icopware.org. Da habe ich eine Kategorie eingerichtet, Guacamole. Und da finden sich eben einige Artikel, die ich geschrieben habe dazu, also Praxisartikel hauptsächlich. Und da wird natürlich auch mit Leuten, die es installiert haben, die es benutzen, ein bisschen diskutiert, Fragen gestellt, Probleme gelöst, Anregungen gegeben. Aber speziell diese Artikel hier, die bieten noch eine ganze Menge Informationen. Fängt an bei Was ist Apache Guacamole eben bis zu Anwendertipps. Das sind mehrere Artikel mittlerweile. Was auf jeden Fall auch gut mal zu schauen sind, das sind diese Videos, die wir gemacht haben, Anwenderberichte mit Kunden von uns, die Guacamole letztendlich einrichten, um zum Beispiel Leute im Homeoffice anzubinden oder für Servicezwecke innerhalb des Unternehmens zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall schön anzuschauen. Ich habe dann hier noch, geht zum Schluss hier erweiterte Administration. Da gehe ich auch noch mal auf so Sachen ein wie die Zwischenablage oder RDP auf dem Mac und so weiter. Da werde ich demnächst sicherlich auch noch weitere Artikel schreiben, aber da gibt es eine ganze Menge Anregungen drin, was man macht oder was man nicht macht. Der andere Punkt ist, wir haben auf GitHub, ich sag mal so, die technischen Informationen zum Installieren von Guacamole in eGroupware noch mal zusammengefasst, was da zu tun ist und was da für Bedingungen sind und wo es Probleme geben kann und wie man die löst. Da haben wir auch noch eben entsprechend unter eGroupware im Wiki einiges dazu geschrieben. Ich würde vorschlagen, installiert es einfach, probiert es aus. Also ich bin begeistert und ich denke mal, ihr werdet das auch sein. Wenn es erstmal installiert ist, ist das so super einfach zu benutzen. Ja, macht einfach mal. Und über Rückmeldungen im Forum freue ich mich immer. Schreibt mal da rein. Viel Spaß mit Guacamole.